auf einer Fläche auftrifft, das ist eine Schwebeteilchenschicht. Wenn du in die eintauchst, hast du eine Sicht von 10 cm. Und diese Sicht muss man sich mal vorstellen. Du hast die 10 cm vor die Augen und dann ist null. Darüber mit der Lampe und ohne Lampen, mit der Lampe hast du vielleicht 30 cm Sicht, aber nicht mehr. Plötzlich ist Helfried allein. Er hat seine Freunde verloren. Und dann geht alles ganz schnell. Ausgerechnet ich bin ohnmächtig geworden. Ich bin abgesagt. Und ich kann es mir selber eigentlich nicht ganz erklären. Es war, ich habe immer gemeint, wenn ich da ertrinke, wenn ich absaufe, dass ich eigentlich viel länger kämpfen werde, dass ich da um mich schlage und, dass mir meine Tauchpartner gar nicht verfallen oder verlieren können. Davon bin ich eigentlich nie ausgegangen. Und dass das ganz genau in der Schwebeschicht war, bei ihrer Zufall. Wie ein Stein sagt er auf den Grund, seine Freunde sehen ihn nicht. Wir wussten nicht, ist er oben oder unten. Wir tauchten einige Meter hinunter, also auf 30 Meter vielleicht. Und dann sahen wir einen Schein von einer Lampe und tauchten auf den hinzu. Helfried liegt bewusstlos in 56 Meter Tiefe. Sein Mundstück hat er verloren. So schnell sie können, schwimmen Gerald und Utro auf den Schein der Lampe zu. Sie müssen sich mit der Rettung beeilen, obwohl ein zu schnelles Auftauchen auch sie selbst in Gefahr bringt. Etwas riskant war es schon. Beim Auftauchen mit hoher Geschwindigkeit besteht die Gefahr, dass Lungenflügel überdehnt werden und reißen können. Mein Bruder Gerald hielt sich an die vorgeschriebene Auftauchzeit, um uns im Falle einer Dekompressionsunfalles helfen zu können.